Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Serie und zwar zu GTA 5 Mod-Vorstellungen, 4. GTA 4 Mod-Vorstellungen. Ja, ich werde hier in dieser Serie verschiedenste Mods vorstellen. Es geht von Fahrzeugen über Waffen zu Script-Mods und ähnlichem. Ja, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr für Mods wollt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr wollt ein Audi TT. Angenommen, ihr wollt ein Audi TT, schreibt in die Kommentare, ich hätte gern ein Audi TT. Und dann würde ich gucken, ob ich einen Audi TT finde, einen guten. Und wenn ich einen guten Audi, also dann nehme ich den halt eben. Falls ich aber keinen guten finde, nehme ich einfach einen Audi. Einen guten Audi. Ja, das Ganze könnt ihr halt eben auch mit Waffen und so machen und Scriptmods. Ich werde aber nicht immer, also ich werde halt eben nicht alle nehmen und ich habe auch selbst ausgesucht, weil ich halt eben auch mit sich... Hab mir auch selbst welche rausgesucht, nämlich, also selbst welche rausgesucht, die ich dann vorstellen werde, die ich ganz cool finde. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Wer es bemerkt hat, ich habe den IC Enhancer drin, das ist Nummer 2.1, ganz normale Version. Link ist unten in der Beschreibung, genauso wie zum Mod. Ja, wir haben heute den Zenvo ST1, war das glaube ich, ja, vom dänischen Autohersteller Zenvo. Automotive, keine Ahnung, hat 375 km/h Höchstgeschwindigkeit. Es werden von diesen Autos nur 15 hergestellt. Alle kosten 900.000 Euro pro Stück. Und er fährt in 0 auf 100, braucht er 3 Sekunden. Ja, hier sehen wir ihn einmal offen und da einmal in der Fahrvariante. Wir gucken einfach mal in den Motor rein. Da ist, sieht man nicht wirklich viel vom Motor, aber so dürfte der wahrscheinlich auch aussehen. Hier die Motorhaube geht schön nach oben auch. Hier ist mal schön im Schatten. Hier sehen wir das Innere. Ist nicht super modelliert und auch nicht so geil texturiert, aber es geht. Dann hier hinten. Hier hinten ist der Motor. Verstehe. Da hier Zenvo. Hier sehen wir den Motor in 3D gemacht und allem. Ich mag die Türen richtig, dass sie so schön aufgehen. Hier nochmal von der Seite einen Blick rein. Tacho und alles. Hier tankt man ihn auf. Ja. Und hier sieht man auch, hier sieht man schön die Reifen von oben. Dann hier hinten sind die Warnblinker. Hier die normalen Bremsleuchten, die Auspuffe. Hier vorne Lufteinlassung. Und die normalen Lichter. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal. Ja, hier unten seht ihr es, 2009 Zenvo ST1. Ich muss jetzt nur ganz schnell die Alarmleuchten ausschalten. Hier seht ihr nochmal Licht an und aus. Standardmäßig ersetzt dieser Wagen den Turismo. Ja, wir werden jetzt hier einfach erstmal kurz rumfahren und danach Crashtest machen. Wie ihr schon seht, der geht verdammt ab. Hat auch Custom Handling und alles. Tut mir leid mit dem roten Bildschirm, das liegt am Shader und der Version 1. 7.1, 1.0.7, so jetzt habe ich's. Wir fahren dann nochmal auf die andere Richtung. Dann fahren wir mal die ganze Strecke. Man sollte beim Beschleunigen aber nicht allzu viel dingsen, sonst, wie ihr seht, also nicht allzu viel lenken, denn sonst dreht's durch. Hier gehen schön die Auspuffe rein. Müssen wir relativ gut jetzt mal die Kurve erwischen. Bei 200 ist das, glaube ich, nicht so super leicht. Naja, 100 dürfte gehen. Jetzt bloß nicht drehen und Gas geben. Auf die Höchstgeschwindigkeit kommen wir hier, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, die Skin GTA sowieso immer gleich. Aber es sieht, wie der abgeht. Wir sind 230, bis ich bremsen musste. Fährt sich auch super gut. Hier seht ihr auch. Na, da habe ich schlecht gelenkt. Aber er einfach schönes Fahrgefühl mit dem Wagen. Extras wie Real Inside View oder Extra Parts Movement hat er nicht. Hier seht ihr auch das Original Liberty City Kennzeichen. Können wir noch einmal hier Gas geben. Ja, also ich finde den Wagen echt schön. Und dann kommen wir auch gleich zu den Crash-Tests. Da würde ich dann lieber nochmal uns den God-Mode geben und Seatbelt. Wir brauchen eigentlich kein God-Mode. Ach, der war sogar an.
Gut, dann Seatbelt, wo war er denn? Ach, da war er. Nein, jetzt habe ich Car God Mode so disabled. Seatbelt und dann werden wir jetzt mal. Tut mir leid, ist mein Stimme gerade ein bisschen komisch. Da schön rein crashen. So, da sieht das Schadensmodell. Die Motorhaube ist abgeflogen. Ist natürlich. Okay, ich bin jetzt BeamNG gewohnt. Ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Er lässt sich immer noch super fahren. Wir können ihn ja mal reparieren. Und sauber machen. Dann nehmen wir mal hier die Rampe. Und nach. Es, also falls das Video jetzt noch nicht ganz so gut ist, tut mir leid, es ist meine erste Mod-Vorstellung für GTA 4. Ich bitte auch Verbesserungsvorschläge und alles und zu sagen, ob es euch gefallen hat. Hier seht ihr, man hat einfach geile Kontrolle über den Wagen. Okay, das war jetzt ein bisschen schlecht. Und geradeaus. Hier die Beule ist zum Beispiel sehr schön. Aber hier dreht er jetzt nur noch durch. Haben wir zu viel gelenkt. Dann können wir jetzt nochmal einfach Lust woanders hinfahren. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, weil ich kenne mich damit nicht so gut aus mit diesem Vorstellen. Wir können ja mal gegens Rad fahren. Ja. Also nicht so ein richtig logisches Schadensmodell. Hier, weil ich keinen Traffic Load habe, kommt kommen nur Busse gerade. Aber ja. Falls ihr übrigens auch eine Modvorstellung zum IC Enhancer haben wollt, einfach schreiben. Könnt ihr dann nochmal hier gegenfahren. Oh. Das sieht irgendwie geil aus jetzt. Ja, dann können wir nochmal kurz auf die Straße gehen, einfach nur um das Kurvenverhältnis, wie er in den Kurven sich verhält, so. Und wie gut man ihn so steuern kann, zu zeigen. Gut, mal sehen. Hoppala. Ja, ich kann super fahren. Auf jeden Fall. Aua. Ich hätte mein Lenkrad. Warum nehme ich nicht mein Lenkrad? Ich habe ein Lenkrad. Ne, ich nehme in der nächsten Autovorstellung einfach mal mein Lenkrad. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt hier mit der Tastatur zu spielen. So. Oh. Also hat er eben eigentlich zu viel Power, um wirklich auf den Straßen zu fahren. Vielleicht ist er für Brucys Rennen ganz gut, aber sonst, wenn man nicht zu viel Gas gibt. Texturladefehler tun mir leid. Aber solange sie jetzt nicht allzu häufig sind, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Gut, ja, gut. Ich werde in der nächsten Episode, werde ich eine Waffe vorstellen. Und in der übernächsten dann einen richtigen Script-Mod. Und ab da könnt ihr mir dann gerne Vorschläge machen. Die könnt ihr auch jetzt schon machen. Und wie gesagt, wenn ich einen, wenn es einen gibt, der mir gut gefällt, den ich besser finde als meine, dann einfach, dann nehme ich ihn und dann werdet ihr ihn sehen. Ich werde natürlich auch immer alle Namen erwähnen, wer den Kommentar gepostet hat. Und ja, hier haben wir jetzt gerade schön super Tempo. 250. Oh. Gut. Naja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.